Ja, unser Baumwipfelpfad ist besonders, weil es der erste Pfad in Niedersachsen ist. Es ist ein barrierefreies Angebot mitten in der Natur, was die Perspektive verändert. Und man kann eben zwischen den Baumwipfeln hin und her laufen. Mein Name ist Eva-Christine Ronkainen. Ich bin die Leiterin des Baumwipfelpfades und gehöre zur Geschäftsführung der Betreibergesellschaft. Das Besondere an dem Baumwipfelpfad ist, dass wir 33 Erlebnisstationen haben zum Thema Natur und Kultur des Harzes. Dort zum Beispiel die Kiepenfrau, die einen Schwank aus ihrem Leben erzählt, der Luchs, der ja im Harz wieder heimisch geworden ist. Wir haben eine Geologiestation, die auch gleichzeitig Hochzeitsstation ist. Man kann sich dort das Jawort geben. Wir haben ja Erklärungen zu Baum- und Straucharten, die hier im kalten Tal vorkommen, 30 an der Zahl. Wir haben aber auch Sitzelemente, wir haben Spielgeräte auf dem Baumwipfelpfad, ja, und einfach ein ganz besonderes Erlebnis mitten in der Natur. Wir haben uns für die Förderung durch EFRE entschieden, weil einfach ohne diese Mittel das Projekt so nicht umsetzbar gewesen wäre. Ohne das gemeinsame Ziehen am Strang mit allen Partnern, die an einem Tisch saßen, ja, würden wir heute nicht auf der schönen Krone des Baumwipfelpfades stehen und wir könnten den Pfad nicht in der Form erleben. Das ist einfach ein unheimlich tolles Gefühl, zu wissen, dass wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung gestellt wurden, einfach den Baumwipfelpfad umsetzen konnten und so den Lückenschluss hier im Harz, ja, im Bereich Naturerlebnis schließen konnten.